Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Super Castlevania 4! Wir bringen jetzt Level 9 Unterricht, die Schatzkammer. Oh ja, ich weiß, hier ist so eine geile Musik. Ich freue mich schon. Sobald die abgeht, geht's wirklich ab. Alle. Oh mein Gott, was ist das? Oh, diese Animation, geil. Sollte mich vielleicht mal wieder konzentrieren. Was? Ah, diese Musik! Was für ein geil! Ah, verdammt, ich bin heute mal wieder klasse. Aber ihr seht, die Schatzkammer ist richtig geil mit richtig geiler Musik. Und Schwierigkeitslevel scheint auch einigermaßen hoch zu sein. Das bedeutet, ich muss mal so langsam anfangen, auch Items zu nutzen. Weil sonst wird das überhaupt nichts. Jo, sonst wird das überhaupt nichts. Gut. Neuer Start. Neuer Spaß. Immer alles mitnehmen, immer aufpassen und hoffen, dass wir gleich ein Item bekommen. Oh, diese Musik, geil! Nix? Ah, verdammt. Ja, na klar, natürlich. So. Wie man da hoch soll kommen. Kein Blassen. Oh, verdammt, ich schon wieder. Wie diese beknackten Fledermäuse immer irgendwie in einem Winkel angeflogen kommen. Das ist hier nicht weg, aber ich. Auf jeden Fall wird das Spiel so langsam schwierig, was positiv sein sollte. Aber wenn ich mich jetzt genügend konzentriere, müsste das auch klappen. Ich finde es immer so lustig, wie der hier immer runterfällt. Was? Natürlich. Gut. So, ja, kommt gleich der Fledermaus. Gut. Fehlt ja mal Wasser. So. Dann hoffen wir, dass hier Leben versteckt ist. Leider nicht. Also geht's jetzt hier weiter. Irgendwie Leben wäre schon nett. Komm schon, hier aber. Nein! Oh, schade. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger hier funktionieren. Deshalb will ich gar kein Risiko eingehen. Komm, yes, ein Item, gut. Wieder hochkommen. Okay, man hat nur einen Versuch. Auch gut. Es wird bestimmt noch dazu kommen, das zu üben. Gehen wir mal hier hoch.
keine Zeit, um lange zu überlegen. Oh, das war knapp. Gut. 9-2 nehme ich an. Yes. Mal die Dinger hier. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, die machen gar nichts. Auch gut. Was zur Hölle? Ja. Erste Leben, sehr gut. Was haben wir hier? Herzen, Geld. Oh mein Gott. Natürlich, wir sinken hier in Gold ein. Ich glaube, es wäre am besten, wenn ich das versuche, den hier auszuschalten. Komm. Kriege ich das noch nicht ganz hin mit dem von Fledermaus Ding nach Fledermaus Ring zu angeln. Was? Ah ja, verdammt, das vergesse ich immer wieder. Wenn man hier die Treppen runterspringt, stimmt man. Das sollte man womöglich nicht vergessen. Gut. Dann halt wieder von vorne. So. Futter ist immer gut. Stirb doch bitte, danke. Sollte womöglich aber viele Herzen mitnehmen, weil Bosskämpfe sind eigentlich meistens relativ einfach mit den richtigen Items. Und hier können wir dann auch üben, wie das bitte soll funktionieren. Nee. Keinen Schimmer. Was? Nee, nicht schon wieder. Klingt vielleicht etwas dämlich. Natürlich, jetzt triffst du mich auf einmal. So. Hat nicht ganz geklappt. So. Schade aber auch, was hatten wir überhaupt hier? Ah, da wären die Waffen. Die will ich aber eigentlich schon rankommen. Also die Sekundärwaffen. Aber wenn es halt nicht so sein will, dann ist es halt nicht so. Du bist jetzt einfach mal eiskalt ignoriert. Aha. Okay. Interessant.
haben. Wie das genau funktioniert, müssen wir noch sehen. Dinger, die mich hier ansaugen, gehen mir auch so langsam auf den Keks. Jetzt wäre ich fast gesprungen und gebe mich keine Wächter und daran gestorben. Gut, sehr hoch. Ah, ich habe das Gefühl, dass hier ein paar Medusa-Köpfe kommen werden. Nein, okay. Jetzt nur noch goldige Skelette. Gut. Die sind noch zu ertragen. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viel Gold. Habe ich den überhaupt von hier? Ah, gut. Komm her. Stirb bitte jetzt. Oh meine Güte. So viel Geld. Was macht man mit dem Geld hier? Auf jeden Fall, wenn man uns will, muss man hier eigentlich alles fast mitnehmen. Das ist bestimmt ein sehr wichtiges Level für Highscore. Komm her. Komm her. Danke. So viel Geld. Ich bin rein. Item wäre vielleicht auch so langsam nicht schlecht. Immer noch 9.2. Der da hat auch eine falsche. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Wenigstens sterben sie schneller als ich. Bossfight. Ohne Item, das wird interessant. Okay, Gold. Eine Goldfledermaus aus Rubinen, Juwelen und weiterem Zeugs. Den kann man eigentlich relativ gut spammen. Das mit dem Donnen, daran muss ich aber noch arbeiten. Okay, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, wenn ich die jetzt treffe. Okay, interessant. Interessanter Gegner. Sehr interessanter Gegner. Ich muss jetzt aber schon mal schauen. Ist hier nicht irgendwie. Ah, verdammt. Welche Items gibt. Die mir den Kampf hier etwas erleichtern könnten. Jetzt habe ich ja eigentlich überhaupt keine gesehen. Nee, werden wohl keine Items sein. Also muss ich versuchen, einfach mit so viel wie möglich Leben nach hoch zu kommen. Das sollte eigentlich machbar sein. Gehen wir jetzt mal hier links rauf, vielleicht ist das angenehmer. Ja, ein Stück angenehmer, man kommt auf jeden Fall viel schneller voran. Stepp! Dann ich wurde getroffen.
gib doch Money, Money, Money. Gut. Stopp. Ah, Leben. Die Herzen brauche ich eigentlich nicht, wenn ich eh kein Item finde. Aber jetzt Konzentration. Hier einfach nur spammen und versuchen auszuweichen. Das sollte eigentlich klappen. Was? Wie wurde ich da getroffen? Ich hab noch nicht ganz das System entdeckt. Hier muss man etwas überlegen. Nun könnte ich mir eigentlich erlauben zu spammen und yes! Nice! Gut, damit wäre Level 9. Geschafft! Ich hab's Kammer. Sehr gut. Eine Treppe. Die gehen wir mal hoch. Jetzt sind wir also hier oben auf dem Turm. Gut. Also Leute, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann mit dem Endgame beginnen. Ciao, ciao.